Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe euch ja schon mal die Mappen von Artdot gezeigt. Da hatte ich zuerst mal die hier. Die finde ich richtig gut. Da passen Bilder in der Größe von 30x40 rein oder eben auch kleiner. Die hat hier so einen Klettverschluss. Das finde ich super praktisch. Ein Griff, da kann man es festhalten. Und ich finde sowas sehr, sehr gut, wenn man eben ja öfter Diamond Painting macht und die Bilder nicht alle aufhängen möchte. Dann kann man die hier gut einsortieren. So sieht das Ganze dann aus. Da ist dann Platz für 30 Bilder, beziehungsweise wenn ihr die doppelt einheftet, für 60 Bilder. Und die Bilder werden hier einsortiert. Das heißt, wenn ihr das tragt, dann ist das auch zu, dass die eben nicht rausrutschen. Das finde ich mega praktisch. Dann können die nicht oben und unten rausrutschen oder zur Seite wegrutschen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Kann ich euch absolut empfehlen. Und ich habe auch schon eine komplette Mappe voll. Also das ist wirklich ein super tolles Accessoire und auch ein Must-Have, wenn man viel Diamond Painting macht. Und es gibt aber auch noch eine größere Mappe und die habe ich mir jetzt geholt. Und zwar ist das die hier im A2-Format. Ich glaube, die gibt es sogar auch noch größer. Ich weiß es gar nicht genau. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Die hat auch wieder oben einen Griff. Ist schönes, hartes Plastik, dass nichts drankommt. Hier unten hat es jetzt allerdings einen Druckknopf. So sieht das aus. Aber mit, wie soll ich sagen, man kann das verschieden knicken, weil je nachdem, wie viele Bilder drin sind, ist das dann auch unter Umständen relativ dick. Und dann ist das gut gemacht, weil man dann eben an sich, an der Mappe, die ist ja dann auch so dick, und dann kriegt man das trotzdem noch zu und das hält auch richtig gut mit dem Druckknopf dann. Bei Klettverschluss, gerade bei so großen, schweren Bildern, ist das ja auch oft so, dass der dann wieder aufspringt. Da wurde hier mitgedacht, dass das dann gleich ein Druckknopf ist, einfach um mehr Stabilität zu geben. Sehr, sehr schön. Auch hier passen 30 bzw. 60 Bilder und zwar auch in der Größe 40x50. Da könnt ihr euch eure Werke dann auch immer wieder anschauen. Hier ist das nochmal innen drin verstärkt, weil wie gesagt, sind schwere Bilder ab einer gewissen Größe. Und dann könnt ihr das auch wieder wie bei der anderen Mappe hier einfügen. Und dann habt ihr alles sicher verstaut. Könnt das gut weglegen, könnt das auch mitnehmen. So sieht das Ganze dann aus. Stabiler Griff, sehr, sehr cool. Kann ich euch absolut empfehlen. Das war jetzt ein kleineres Video, einfach nur, um euch darüber zu informieren, was es noch gibt. Ja, was man so unbedingt haben sollte, wenn man mit Diamond Painting anfängt oder auch vorhat, das länger zu machen oder schon mitten dabei ist und gar nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug, kann ich euch absolut empfehlen. Außerdem hat Artdot auch noch super tolle Storage-Systeme für Steinchen, auch für große Bilder. Gerade wenn ihr jetzt auch dran denkt, ein Josephine-Wall-Bild zu machen mit super vielen Farben, kann ich euch die Produkte von Artdot auch sehr empfehlen. Die haben super tolle Schubladensysteme. Es gibt ab und zu auch mal Bilder, aber ich glaube, dass die sich eher auf diese Aufbewahrung ein bisschen spezialisiert haben, weil die Produkte, die ich dort gesehen habe, die habe ich jetzt so in dem Umfang noch nirgends im Shop gefunden. Also da kann ich euch das absolut empfehlen. Das Ganze wurde bei mir über Amazon verschickt. Dann habt ihr es auch relativ schnell und falls etwas sein sollte, dann könnt ihr da auch gut dann den Kundenservice erreichen. Ich kann euch jetzt nur sagen, wie das bei mir war. Da hatte ich gar keine Probleme. Das kam super toll in einem riesengroßen Karton an, dass gar nichts kaputt geht. Es war super verpackt, kam sehr, sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von 2 Tagen war es da. Genau. Ich glaube, ich habe auch einen Rabattcode. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ich einen habe, werde ich ihn auf jeden Fall in die Infobox schreiben. Ich werde euch alles verlinken. Schaut euch mal um. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Kann ich euch empfehlen. Das war es jetzt mit dem kleinen Video für zwischendurch auf die Schnelle. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.